Dateien wurden im Auftrag des Administrators als streng geheim eingestuft. Allgemeiner Hinweis 001-Alpha. Um zu verhindern, dass das Wissen über SCP-001 durchsickert, wurden neben der eigentlichen Dateien mehrere bzw. keine gefälschten SCP-001-Dateien erstellt. Alle Dateien, die die Natur von SCP-001 betreffen, einschließlich der die Fabrikationen, sind durch einen mimetischen Kampfstoff geschützt, der dazu bestimmt ist, bei nicht autorisiertem Personal, welches versucht, auf die Dateien zuzugreifen, einen sofortigen Herzstillstand auszulösen. Die Aufdeckung der wahren Natur und von SCP-001 gegenüber der Öffentlichkeit stellt wie gefordert einen Exekutionsgrund dar. Jeder nicht autorisierte Mitarbeiter, der auf diese Datei zugreift, wird sofort durch den mimetischen Barrelman Lang von Kampfstoff terminiert. Das Weiterhören ohne eine richtige mimetische Inokulation resultiert in einem sofortigen Herzstillstand, gefolgt vom Tod. Sie sind gewarnt worden. Mimetischer Kampfstoff aktiviert. Anhaltende Lebenszeichen werden bestätigt. Entferne Sicherheitssperre. Willkommen, autorisiertes Personal. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Datei. Artikelnummer SCP-001. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Alle Teile von SCP-001 sind in getrennten Schließfächern in kontrollierter Umgebung in Standort 0 unterzubringen. Das Wissen über Standort 0s Position benötigt Freigabestufe 5. Dementsprechend ist sie nur Mitgliedern des O5-Kommandos bekannt. Der Zugriff auf SCP-001 sowie auf die Abschriften und Daten ist außerhalb von Protokoll 0 auf O5-Personal beschränkt. Protokoll 0 darf nur durch einen direkten, einstimmigen Beschluss des gesamten O5-Kommandos in Kraft gesetzt werden und Aufgaben des Protokoll 0s dürfen nur an diejenigen weitergegeben werden, die vom O5-Kommando ausdrücklich dazu ermächtigt wurden. Beschreibung. Bei SCP-001 handelt es sich um 2 Objekte und 33 Dokumente, die Daten gelöscht, bekannt als der Administrator, gehören. Bei SCP-001-01 und SCP-001-02 handelt es sich jeweils um Daten gelöscht. SCP-001-03 bis SCP-001-35 sind ein gemischter Satz von handgeschriebenen und gedruckten Dokumenten. Sie sind in jeder Hinsicht normal, außer dass sie keinerlei Anzeichen von Alterung oder Verblassung aufweisen und die Datierung des Papiers, aus dem sie bestehen, widersprüchliche Ergebnisse geliefert hat. Der Inhalt dieser Dokumente besteht wie unten beschrieben aus Daten gelöscht. Da diese Objekte den Anstoß für die Gründung der SCP Foundation und all ihrer konstituierenden Handlungen und Verfahren bildeten. Als solche dürfen diese Informationen nur auf direkten Befehl des O5-Kommandos gemäß Protokoll 0 verbreitet werden. Der unbefugte Zugriff auf diese Dokumente wird mit sofortiger Terminierung bestraft. Anhang 001-01. Analyse von SCP-001-01 und SCP-001-02. Bei SCP-001-01 handelt es sich um ein glattes Gerät, das aus einem nicht identifizierten grauen Metall besteht und etwa 22 cm breit, 30 cm lang und 1,5 cm hoch ist. Es ist mit 8,2 kg ungewöhnlich schwer. Das Gerät verfügt über eine kleine Digitalanzeige und eine einzige Öffnung, in welche ein Schlüssel eingeführt werden kann. Versuche, das Gerät zu zerlegen oder die dahinterstehende Technologie zu analysieren, waren bisher erfolglos, da an dem Gerät keine Schweißnähte oder Fugen sichtbar sind. Versuche, das Innere von SCP-001-01 mit Hilfe von Röntgenstrahlen oder Magnetresonanztomographie abzubilden, haben zu inkonsistenten Ergebnissen geführt, was darauf hindeutet, dass das Gerät entweder zu dicht ist, um korrekt abgebildet zu werden, oder eine inkonsistente interne Topographie aufweist. SCP-001-01 scheint nur in der Lage zu sein, 2 Parameter anzuzeigen.
Bei einem davon scheint es sich um einen Status- oder Fortschrittsbalken mit einer zugehörigen Nummer zu handeln, die derzeit bei etwa 23% steht. Der andere Parameter ist ein einzelner digitaler Zähler, der die Zahl anzeigt. Bei SCP-001-02 handelt es sich um einen kleinen Schlüssel, der aus der gleichen, nicht identifizierten metallischen Substanz besteht wie das Hauptgehäuse von SCP-001-01. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dies der Aktivierungsschlüssel für SCP-001-01 ist. Anhang 001-02. Abschrift von SCP-001-Dokumenten. Bei SCP-001-03 handelt es sich um das persönliche Tagebuch des Administrators. SCP-001-04 bis SCP-001-35 lagen zum Zeitpunkt der Entdeckung zwischen verschiedenen Seiten von SCP-001-03. Auszug aus SCP-001-03, Seite 1. Mir hat der Gedanke, ein Tagebuch zu schreiben, schon immer missfallen. Dokumentation ist eine Sache, aber ich glaube, ich habe schlicht nie einen Sinn darin gesehen, meine persönlichen Gedanken festzuhalten. Aber der Wissenschaftler in mir sagt mir, dass vielleicht eines Tages jemand wissen möchte, wie das alles angefangen hat. Auszug aus SCP-001-03, Seite 3. Man sagt, dass das erste Mal immer am schwersten ist. Es ist mir gelungen, mir die Finanzierung und das Personal von der Bundesregierung zu sichern und ich habe eine Organisation gegründet, die es mir ermöglicht, meine Forschung fortzusetzen. Präsident redigiert. Besteht darauf, dass ich ihm das Gerät zur sicheren Verwahrung übergebe, aber ich habe deutlich gemacht, dass ich es nicht aus meinen Augen lassen kann. Auszug aus SCP-001-03, Seite 7. In den letzten Jahrzehnten wurden leider nur geringe Fortschritte erzielt. Ich bleibe dabei, dass wir die Technologie nicht reproduzieren dürfen, bis wir eine Lösung gefunden haben, denn ich bin mir sicher, dass wir den Prozess einfach nur beschleunigen werden, wenn wir nicht beide Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auszug aus SCP-001-03, Seite 9. Ich musste sie töten. Die ganze Zeit haben sie hinter meinem Rücken gearbeitet und die Technologie reproduziert. 24 Stunden, bis ich weiterziehe. Dieser Ort ist zu diesem Zeitpunkt dem Untergang geweiht. Auszug aus SCP-001-03, Seite 15. Schon wieder. Ich werde den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Der bloße Gedanke daran, genau die Leute anzulügen, die ich brauche, um mein Ziel zu erreichen, hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, aber ich kann es mir nicht mehr leisten, dass sie die Wahrheit kennen. SCP-001-05 ist eine Seite, die anscheinend mit einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt wurde und zwischen den Seiten 15 und 16 von SCP-001-03 eingefügt wurde. Diese Seite wurde mit derselben nicht identifizierten Methode wie die übrigen Dokumente haltbar gemacht. Memo aus dem Büro des Administrators. Die Menschheit in ihrer aktuellen Form existiert seit Hunderten von Jahrtausenden. Doch nur die letzten paar waren für uns von Bedeutung. Was haben wir also in den unzähligen Jahren vor der ersten Aufzeichnung der Geschichte gemacht? Aus Angst vor den Dingen, die wir nicht verstanden, verkrochen wir uns in Höhlen und wehrten die Nacht mit kleinen Feuern ab. Es ging dabei nicht nur darum, dass wir nicht verstanden, warum jeden Morgen die Sonne aufging, sondern vielmehr um das Mysterium von riesigen Fischen mit menschlichen Köpfen, zum Leben erwachenden Felsbrocken und Monstern, die diejenigen, die sie sahen, in den Wahnsinn trieben. Wir ließen uns Namen für sie einfallen, Engel und Teufel, und flehten sie an, uns vor ihrem Zorn zu verschonen und beteten um Erlösung. Mit der Zeit begann ihre Zahl zu schwinden und die Menschheit blühte auf. Die Welt begann mehr Sinn zu ergeben. Aber das Unerklärbare verschwindet niemals wirklich. Es ist fast so, als würde das Universum nach Dingen verlangen, die wir niemals wirklich verstehen können. Wir werden nicht in die dunkle, furchterregende Nacht zurückkehren. Wir werden uns nicht vom Unbekannten beherrschen lassen. Wir werden für uns selbst einstehen. Auch wenn der Rest der Menschheit uninformiert bleibt, werden wir die Dunkelheit bekämpfen, sie eindämmen und vor den Augen der einfachen Menschen verstecken, damit diese weiterhin in der glückseligen Illusion einer normalen Welt leben können. Auszug aus SCP-001-03, Seite 22. Ihre Gesichter verfolgen mich in meinen Träumen. Hunderte, Tausende von ihnen. Jene, die blind in den Tod ging. Für mich. Auszug aus SCP-001-03, Seite 28. Ich habe einen Fehler gemacht. Am Abend von meiner Abreise habe ich jemandem die Wahrheit erzählt. Ich musste die letzten meiner ursprünglichen medizinischen Vorräte aufbrauchen.
In gewisser Weise wünschte ich mir, er hätte auf den Kopf gezielt. Auszug aus SCP-001-03, Seite 41. Diese hier haben eine Gleichung gelöst, die den Rahmen für den Rest der Lösung setzen könnte. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen getötet. Ob sie sich jemals hätten vorstellen können, dass es ein Akt der Barmherzigkeit war? Auszug aus SCP-001-03, Seite 64. Heute fiel mir plötzlich ein, was Sie mir von meiner Abreise gesagt hatten. Sie sagten, dass ich wahrscheinlich nichts sehen würde, dass ich wahrscheinlich einfach einschlafen und wieder aufwachen würde. Sie haben gelogen. Ich kann Sie sehen, wie Sie vom Wahnsinn verzerrt werden, wie die Mauern der Realität Risse kriegen und zerbrechen, nur um ersetzt zu werden, als ob nichts passiert wäre. Ich kann alles sehen. Letzter Auszug aus SCP-001-03, Seite 68. Es ist endlich vollbracht. Die Gleichungen sind vollständig, die Rechnungen scheinen solide, aber es kommt wieder einmal zu spät. Dieses Team wird nicht die Zeit haben, die Lösung zu konstruieren. Ich werde die Foundation erneut verlassen müssen. Aber ich tue dies in dem Wissen, dass niemand sonst mehr dieses Schicksal erleiden wird. SCP-001-34 ist eine abgenutzte, handgeschriebene Seite, die zwischen dem Umschlag und der ersten Seite von SCP-001-03 entdeckt wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich für all das entschuldigen. Ich habe Sie und alle, die Sie jemals kennengelernt haben, durch meine bloße Anwesenheit in Ihrer Welt höchstwahrscheinlich zu Tod und Zerstörung verurteilt. Wenn Sie im Besitz dieses Dokuments sind und es sehen, dann bin ich wahrscheinlich tot. Wenn das der Fall ist und ich mir nicht die Mühe gemacht habe, dieses Dokument zu vernichten, dann bedeutet das, dass ich wahrscheinlich auch bei meiner Mission gescheitert bin. Das bedeutet, dass meine Verantwortung nur auf Sie übergegangen ist und dass Ihr Schicksal und das Schicksal Ihrer Welt nun in Ihren Händen liegt. Ich wurde nicht in Ihrer Welt geboren. Ich bin ein Reisender aus einer parallelen Existenzebene, einer alternativen Realität, die von Ihrem Universum getrennt ist. Das Jahr, aus dem ich stamme, ist von nebensächlicher Bedeutung und wenn ich auf meinen Reisen etwas gelernt habe, dann, dass das Vergehen der Zeit zwischen den Universen bedeutungslos ist. Wichtig ist, dass die Menschheit in meiner Heimatrealität sehr weit fortgeschritten war. Wir machten uns die Energie ganzer Sterne zunutze, formten Planeten und Monde, um unseren Bedürfnissen zu entsprechen und lernten sogar, das Gewebe der Realität selbst zu manipulieren. Durch Fortschritte in Medizin und Technik hatten wir den Tod besiegt und hielten uns für die Meister unseres eigenen Schicksals. Wir erkannten zu spät, dass all diese Dinge ihren Preis hatten und dass unsere Gier und Hybris nicht nur zum Verlust all dessen führen würde, was uns lieb und teuer war, sondern auch zahllose andere verdammen würden. Unsere Einmischung in die Struktur des Daseins hatte Risse und Verdrehungen im Gewebe der Realität verursacht. Eine Korruption des Multiversums, die wir vorher nicht bemerkt hatten, weil wir nicht sehen konnten, wie die Teile unserer Realität in andere hineinsickern. Als sich die Rückkopplungen zu manifestieren begannen, war es bereits zu spät, es aufzuhalten. Bevor diese Korruption uns vollständig aufzehrte, hatten wir eine letzte Maßnahme, eine Notfallsicherung entwickelt. Wir haben alles Wissen gesammelt, das wir retten konnten, und opferten unsere Welt, um ein einzelnes Individuum in eine andere Welt zu schicken. Damit konnten wir den bereits angerichteten Schaden nicht reparieren, aber wir konnten uns Zeit verschaffen, neu anzufangen und einen Weg zu finden, die Realitätskorruption zu stoppen. Dieses Individuum war ich. Wenn Sie sie nicht bereits entdeckt haben, dann sollten die Beweise für meine Behauptung bald anfangen, in Ihrer Welt zu sickern. Wie ein Scherbenregen werden die zerbrochenen Überreste anderer Universen anfangen, in Ihre Welt zu fallen. Dinge, welche sich Ihrem Verständnis widersetzen. Geschlossene Zeitschleifen und Objekte ohne Sinn und Verstand, die mit den Mitteln, die sie besitzen, nicht zerstört werden können. Dinge, die die Menschen in den Wahnsinn treiben und alle Annahmen, die ihnen lieb und teuer sind, in Frage stellen. Das, was ich mit mir führe, ist das letzte Erbe unzähliger Welten. Die Gleichungen und die Technologie, die auf den Seiten beschrieben werden, tragen die Hoffnung in sich, die Korruption zu stoppen. Eine Hoffnung, die einen hohen Preis hatte. Sie sind der letzte Wille und das Testament einer blutigen Spur von Universen, die geopfert haben und geopfert wurden, damit die, die übrig bleiben, ihrem Schicksal entgehen können.
Zum Zeitpunkt der Niederschrift sind sie fast vollständig, aber die Zeit ist immer gegen mich. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, diese Mission bis zu ihrem bitteren Ende durchzuziehen, dann liegt es an Ihnen, das zu beenden, was ich begonnen habe. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Daten gelöscht. Der Administrator. SCP-001-35 ist eine einzelne, handgeschriebene Seite, die sich zwischen der letzten Seite und dem Umschlag von SCP-001-03 befand. Die Handschrift auf SCP-001-35 stimmt nicht mit der anderen handgeschriebenen Dokumente von SCP-001 überein. Daten gelöscht. Das ist es. Der letzte Beweis dafür, dass unsere Zivilisation jemals existiert hat. Niemand ist sich ganz sicher, was passieren wird, wenn du diese Sicherung aktivierst. Einige von ihnen sagen, dass die Rückwirkung sofort alles zerstören wird, was von unserer Existenz übrig geblieben ist. Andere glauben, dass der Einsatz von etwas so Mächtigem nur die Korruption um das Hundertfache beschleunigen wird. So oder so, es wird schnell vorbei sein. Wenn du an deinem Ziel aufwachst, wird von unserer Heimat nichts mehr übrig sein. Du weißt bereits, dass es nur einen einzigen Passagier mitnehmen kann und unser zweites Team sollte deine Ausrüstung bereit haben, wenn du aufbruchbereit bist. Ich kann nur hoffen, dass du mit der Zeit, die wir dir erkauft haben, in der Lage sein wirst, einen Weg zu finden, um diese Katastrophe aufzuhalten. Falls nicht, ja, das Gerät misst den relativen Korruptionsgrad der lokalen Realität und auch, wie oft es aktiviert wurde. Eventuell etwas sadistisch von uns, oder? Wenn du das hier liest, werde ich bereits tot sein. Tut mir leid, aber du warst immer schon der Stärkere von uns beiden. Ich habe nicht die Kraft, um dem Ende mit erhobenem Haupt entgegenzugehen. Nicht ohne dich. Ich liebe dich. Anhang 001-03. SCP-001-36. Verweise in den Dokumenten von SCP-001 deuten auf die Existenz von SCP-001-36 hin. Einem elektronischen Gerät oder einem großen Dokument, das umfassende technologische und mathematische Daten in Bezug auf SCP-001 enthält. Der aktuelle Aufenthaltsort von SCP-001-36 ist unbekannt.